Moin Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Trading Card Game Card Shop Simulator. Das Spiel, was gefühlt gerade komplett durch die Decke geht. Man sieht es, die ganzen großen Twitcher spielen es. Es ist einfach, ich weiß nicht genau, der Hype ist real. Und ich muss gestehen, da spielt natürlich auch noch voll rein, dass der Entwickler gefühlt einmal die Woche richtig gute Content-Updates bringt. Und wir sind jetzt... Gottes Willen abbrechen. Wir sind jetzt schon in der Version 048 und heute gibt es mal eine Folge ohne Livestream. Ein bisschen entspannter, ein bisschen ruhiger. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob euch das so besser gefällt oder wenn ich im Livestream bin. Da kann ich ja immer die Karten auch ziehen für die, die mit im Stream sind. Ich glaube aber, dass das Spiel so etwas ruhiger und entspannter ist, wenn nicht nebenbei noch der Chat läuft. Ich gebe zu, das ist dann immer noch ein bisschen, ja, wilder oder ein bisschen unruhiger. Ist nicht negativ oder wertend gemeint, sondern einfach nur, dass ein bisschen mehr los ist dann. Wir laden unser Spiel. Das ist aber genau das Gleiche, ne? Abbrechen 24/7. Ja, Spiel keine Rolle mehr. Es gibt ein riesiges Content-Update. Unter anderem gibt es jetzt Comicbücher. Es gibt durchaus das ein oder andere Neue. Und ich persönlich möchte ganz gerne unseren Laden hier ein kleines bisschen umbauen. Und in dieser Folge nehmen wir uns mal die Zeit dafür, das auch zu tun. Idee ist, guten Morgen im Übrigen erstmal. Die Idee ist, ich möchte tatsächlich die Verkaufstheke hier vor die Tür setzen. Und dann ergibt sich quasi hier eine richtig schöne lange Wand. Und da gucken wir jetzt mal, wie wir das hinkriegen. Also, ich würde sagen, wir müssen erstmal ein bisschen Platz schaffen. Kann ich das jetzt wieder einpacken? Ja, mit C. Dann kann ich das, glaube ich, auch ablegen. Ne? Ja, wir packen das erstmal. Huch, Glasscheibe. Autsch. Zack, zack, zack. Oh, erstmal hier vor die Tür. Vielleicht ja sogar jetzt erstmal einfach die hier rüber. Okay, so. Alles klar. So, nein. Was mache ich denn jetzt hier? Album schließen. Das stelle ich jetzt erstmal hier hin. Bauen jetzt hier erstmal einmal ein bisschen um. Und zwar hätte ich diese Theke gerne so gedreht hier vor der Tür. Ich finde, das ist irgendwie logisch, dass man selber irgendwie... Achso, kann ich da ganz an die Wand? Das macht vielleicht keinen Sinn. Gucken wir uns das mal an. Nee, ich muss diesen Abstand lassen. Das macht irgendwie Sinn, dass hier unser Lager hinter uns ist. Ich finde das irgendwie ganz gut. Jetzt ist die Frage, wie ergibt sich dann die Schlange? Und dass wir dann hier diese Regale einfach hier an die Wand bringen. Na, snap doch. Ja, und das hier oben gefällt mir auch alles überhaupt nicht, um ehrlich zu sein. Das könnte man... so und so hinstellen. Müssen die hier auch durch, ne? Durch die 2. Hat vorher aber auch ganz gut funktioniert. Passt das noch? Nein. Dann müssten die hier weg. Könnten ja easy hier hin. So. Bin nicht zufrieden, wie das hier aussieht. Ich meine, jetzt könnten die hier auch einfach hier hin. Okay. Hier
ist eigentlich Platz, ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt besser oder schlechter ist, aber Veränderung ist ja erstmal nie verkehrt. Dann würden wir die hier tatsächlich hier an die Wand stellen. Es gibt, glaube ich, keine Eckregale. Müssen wir damit erstmal vorlieb nehmen, dass da die Ecke so ein bisschen... Da könnten auch die hier hin, ne? Ah, finde ich gar nicht so schlecht. Finde ich gar nicht so schlecht. Dann haben wir auch das Fenster hier wieder frei. Habe ich in der letzten Folge noch erzählt, dass mir das nichts ausmacht. Theoretisch ist dem auch so. Aber eine relativ erfolgreiche schwedische Band. Guckt mal. Gefühlt. Und wir können das easy jetzt noch nach hier und nach hier erweitern und sogar theoretisch nach da. Was uns jetzt ein bisschen abhanden gekommen ist. Wie mache ich das jetzt auf? Ich würde mal sagen, wir machen das vielleicht so. Und dann einpacken, legen. Es tut mir so leid, die Tasten. Und die vielleicht doch so? Kann doch nie wahr sein hier. So, und wenn ich hier in der Kasse stehe, habe ich das eigentlich, habe ich seine fettigen Haare im Gesicht, aber der Rest passt eigentlich. Dann können wir die hier auch erstmal wieder hier hin machen. So, okay. Was mir nicht so gut gefällt, das gefällt mir hier sehr, 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 sehr gut. Wir können auch mal von der dritten Edition nochmal was kaufen. Drei. Müsste man ja hier im Lager sehen, dass wir in den ganzen Boxendingern nichts mehr haben. So. Das war nachgekauft. Ja, die Tische, sie nehmen dann doch relativ viel Platz ein. Danke. So vielleicht? Wirkt irgendwie aufgeräumter, ne? Theoretisch. Wenn wir dann die nächste Erweiterung hätten, könnten wir das so in... Ja, das ist ganz gut. Das hier oben gefällt mir gar nicht. Das müssen wir ändern. Und das gefällt mir hier eigentlich auch nicht. Deckboxen. Oh, wir gehen hier mal ein Stück rüber. Dann noch so eins zwischen. Hier ganz in die Ecke gehe. Nein. Also können wir auch noch mal kontrollieren. Könnte man so ein Ding noch mal kaufen? Die sind nämlich nicht besonders hübsch, aber sie sind echt gut. Was die Menge und so angeht. Aha, das passt. Und jetzt bräuchten wir mal einen leeren Karton. Den kriege ich denn mal leer? Ich? Ne, das ist Basic Pack. Hier irgendwas noch leer? Nee.
Ich brauche einen leeren Karton. Gut, den kriegen wir dann gleich, würde ich mal vermuten. Ich will nämlich eigentlich die hier rüber packen. Nicht der beste Content, gebe ich zu. Kommen wir da drunter. Die roten kommen nach unten. Wer eine rote Deckbox haben will, der greift sich die auch hier unten. Kann ich hier in dem Regalabschnitt auch dann Einzelkarten wieder machen? Da habe ich dann schon die Vorbereitung für. So. Das mit den Spielen. Da hätte ich dann ganz gerne tatsächlich doch noch einen kleinen Schrank. Er steht so, als würde mir einer hauen wollen. Passt der hier noch zwischen? Und mal dran. Müssen wir mal Dinger entfernen hier. Weg, 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 weg. Plüschis. Weil es gibt ja jetzt neu, ich habe das ja am Anfang der Folge gesagt. Diese Comic-Hefte hier. Das finde ich ja richtig cool. Die hätte ich wohl dann gerne. 15.000 für eine Spielmatte. What? Hätte ich ja dann schon ganz gerne. Okay, wir gehen einmal die Preise durch, dass wir wenigstens einen Tag heute noch spielen. 15, das passt, das Buch mit viel zu günstig. Trotzdem keiner gekauft, gefühlt. 35,50. 8,50 kann für 9, sehr schön. Nochmal 6,50. Ich verkaufe die lieber, als dass ich sie... Also ich verkaufe lieber mehr, etwas günstiger. Ihr wisst, was ich meine. Würfel brauchen wir. Rote, blaue und Deckboxen. Nochmal bestellen. Zubehör. Ein Filter wäre cool, nur Sachen, die ich kann. Du. Kann das nochmal auffüllen. Wo war ich denn hier? 18, yo. 2,50 passt auch, 2,50 passt auch. 14 ist fast ein bisschen günstig, nicht so schlimm. 81 geht für 83. 59. 31 lassen wir so. Das können wir auch 24 machen. Okay, was ist das? Preisverlauf. Das ist neu. 21. Oh, ne. Hier ist alles aufgefüllt, fast. Okay. Dann machen wir auf. Gucken, ob das mit den Deo-Spendern funktioniert. Wie sind die? Auch noch gefüllt. Funktioniert auch gut. Da gibt es jetzt einen, der doppelt sprüht. Da braucht man dann nur noch ein Gerät für. Okay. Dann machen wir doch hier mal ein Pack auf. Viel Glück mir selbst. Das fehlt mir natürlich ein bisschen, das für jemanden im Stream aufzumachen. Gebe ich zu. Ein
bei vielen auf Twitch, die machen die Karten mit so einer richtig heftigen Geschwindigkeit auf und dann gibt es irgendeine Modifikation. Kannst du 1000 Kartenpacks quasi in die Hand nehmen und dann öffnet der 1000 Kartenpacks alleine. Ich finde, dann kann man das Spielen auch lassen irgendwie. Ich habe das gesehen und dann hieß es, ja, ich bin nochmal 10 Minuten AFK und dann hat sich 1000 Kartenpacks hintereinander weggeöffnet. Dann brauche ich es auch nicht spielen. Ich meine, ich will nicht sagen, dass ich es vielleicht hier mal ein bisschen auch schneller noch mache, aber das komplett zu automatisieren, I don't know. Kann ich das mal ganz kurz von dir übernehmen? Was hättest du denn gerne? 4,50. Spätestens jetzt wäre es eskaliert. 2 zurück. Tschüss. Es triggert mich, dass wir keine 2 Euro Stücke haben. Tschüss. Hallo. Hier zurück. Tschüss. Moin. 288,50. Mach's gut. Viel Spaß. Hier zurück. 100 gegeben. Wie viele Spielmanten kann man denn brauchen? Tschüss. Das heißt, wir haben kein Lagerregal für die Würfel. Das müssen wir ändern. Oh, wir haben die Dinger nicht aufgebaut. Die können ja dann jetzt hier hin. Habe ich aus Versehen gekauft. Das könnten wir theoretisch verkaufen. Hier ist die beste Karte aus dem letzten Stream. Der gute Landus hat sie gezogen, eine Drachenkarte. Für Deckboxen und für Würfel haben wir keinen Platz. Stimmt das wirklich? Ja, das stimmt. Hier ist jetzt ein leerer Karton. Und hier ist jetzt auch eine Menge neu passiert. Schaut mal. Man kann jetzt den unteren Preis bis 5 Euro anpassen. Und dadurch ergeben sich auch teurere Deckboxen. Lasst uns das mal ausprobieren. Seht ihr, die kriegen jetzt eine andere Farbe. Da können wir jetzt tatsächlich einige von herstellen. Sehr nice. Das ist inzwischen... Es sind 100 Karten zwischen 1 und 2 Euro. Ich bin mal gespannt, welchen Preis ich dafür aufrufen darf. Haben wir auch tatsächlich einige im... Gut, aber das ist schon okay. Oje. Die, glaube ich, können noch hier oben drauf. Das finde ich ganz okay. Übernehmen wir mal. Ja. 89,50. Hi. 81. 19 zurück. Ein Fehler. Hallo. 212. Wollt ihr 1 Euro Rabatt geben, lässt das Spiel nicht zu. So ein paar Leute spielen auch wieder. Ist ganz cool. Mir gefällt die neue Aufteilung. Insbesondere, weil ich die dann, weil ich hier ein bisschen flexibel bin. Vielleicht schicken wir die wirklich irgendwann hier rüber, die Spieler. Und das nächste, was ich mir definitiv kaufen möchte, ist so ein doppelseitiges Regal. Dieses hier. Das können wir dann nämlich von beiden Seiten befüllen und hier so eine Art Gang machen. Hier müssen wir noch einen Preis für festlegen. 66. Das ist okay. Das ist zu viel. Wir verkaufen das für 66. Hier auch. Nee, das gibt's ja. Gab es noch gar nicht vorher. Kann ich dann auch zwischen 2 und 3 Euro machen? Ah, neue Farbe. Haben wir nicht genug?
Oh ja. Zwischen 2 und 3 Euro ist also mindestens so im Schnitt vielleicht 250, verkaufe ich für 129. Ist aber ein guter Deal, würde ich sagen. Oha. Gar nicht genug Karten. Wir müssen mehr Karten ziehen. Dieses Spiel, und ich habe gestern, wo habe ich ihn reingeguckt? Ich weiß nicht, ich glaube, es war Jennian oder so. Doch, ich glaube, es war Jennian, die gesagt hat, sie kann auch so richtig nicht erklären, warum dieses Spiel so genial ist, aber es ist es einfach. Irgendwas triggert dieses Game. Wir haben auch wieder richtig viel Moneten. Das heißt, ich kaufe uns jetzt erstmal ein neues Lagerregal, ein großes. Das muss sein. Wirkt ein bisschen wie Stillstand im Spiel, aber wir müssen das machen, um so ein bisschen die Ordnung zu kriegen. Hallo? Blöd ist, dass sie von zwei Seiten begehbar sein müssen. Das finde ich persönlich ein bisschen blöd. So, Deckboxen. Würfelblau. Würfelrot. Hier aus. Eigentlich super gut. Einser und Dreier können wir mal bestellen. Und nochmal neue Karten legen. Nächste Seite D. Nee. Assortieren. Haben keine guten Karten mehr. Wir müssen Karten öffnen. Karten öffnen. Müssen, ne? Wir dürfen. So, Deo nachfüllen hier mit Sicherheit. Dann machen wir auch mal ein Pack auf. Wie wär's mit so einem mal? Man gönnt sich ja sonst nichts. Los geht's. Shop-Level 24. Da geht noch was. So oft wie hier Content dazu kommt, 14 Euro, nicht schlecht. Habe ich auch echt keine Angst, dass das... Wir holen uns jetzt mal so eine Buchlizenz, oder? Epics. Freunde kommen und gehen. Epics sind Solver. Den Karton hebe ich auch mal auf. Okay. Spät haben wir's. 6. Ah, die Box ist weggegangen. Hier nicht. Na gut. Büschis. Ist eigentlich auch ein guter Preis. Ich mach nochmal Karten auf. Sechs Euro, vier Euro. Können wir gleich wieder auffüllen.
38, nice. Ich hatte gesehen, dass es also wirklich auch wieder sehr viele Mods für dieses Spiel gibt. Wir werden das Spiel nach wie vor erstmal ungemoddet lassen. Einige haben das sich komplett auf Pokémon umgemünzt. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie da der rechtliche Hintergrund ist, um ehrlich zu sein. Ich glaube nicht, dass das so okay ist. Ich möchte mich da lieber nicht auf dünnes Eis begeben. Und bei mir kommt es noch dazu, dass ich überhaupt kein Pokémon-Trading-Card-Game-Fan bin. Bitte schlag mich nicht. Bei mir war es mehr Magic. Und die Magic-Mods scheinen irgendwie nicht ganz so gut zu sein. Kann aber auch sein, dass ich mich da irre, weil auf Magic-Karten würde ich vielleicht umschwenken. Das könnte schon sein. So ein Avatar des Lights zu ziehen oder... Ja, Black Lotus ist jetzt Quatsch, aber... Oder so ein paar richtig schöne Commander. Das wäre wohl cool. Weil ich hatte das, was ich gesehen hatte, sah irgendwie komisch aus. Hier ist aufgefüllt. Wir haben 3000. Sehr schön. Na dann. Immerhin aus dem kleinen Pack. Ich meine, da holen wir ja jetzt hier 16 Euro aus so einem, keine Ahnung, was der Einkaufspreis für eine so eine Karte ist. Können wir gleich nochmal gucken. Ich glaube, unter einem Euro machst du eigentlich immer Gewinn hier. Egal, was passiert. Ganz egal, was passiert. Gucken uns das gleich nochmal an. Ich gebe zu, jetzt wo ich drüber rede, über so ein Magic-Mod, das wäre was, Einkaufspreis. Gut, habe ich jetzt gelogen. Ah, da sagen wir mal 1,50 Euro. Das? Müll. Nächsten bisschen, den Anschein waren. Davon eine verkauft worden. Alle. Deswegen auch die Kohle. So, und jetzt habe ich gelernt, kann man hier einfach hingehen und klicken. Dachte ich. U muss man drücken. Okay, dann kriegt man nämlich das Geld und die gehen eventuell noch einkaufen. In dem Fall nicht, jetzt sind sie sauer. Auch nicht schlecht. Ja, das war mal eine etwas andere Folge. Wir haben unseren Laden mal ein bisschen umgebaut. Mir gefällt es persönlich so ganz gut und er bietet Potenzial noch zu erweitern ohne viele Umstände. Wenn wir jetzt demnächst dieses und dieses Feld hier kriegen, dann kann man die eigentlich ein Stück zurücksetzen. Beziehungsweise vielleicht dreht man das dann einfach und dann hat man plötzlich hier wieder die Wand. Ich würde mir wünschen, dass es Eckregale gibt. Das würde das Ganze noch etwas schöner machen. Aber ich finde, so geht das schon. Plüschis müssen noch woanders hin. Hier oben kommen die Cardboxen hin. Das ist auch alles ausverkauft. Das ist ausverkauft. Müssen wir uns alles dann nochmal genauer mit beschäftigen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Freundlicher Kommentar würde ich mich mega drüber freuen. Und ansonsten sehen wir uns bestimmt in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann. Tschüss.